Okay. Wir könnten uns wieder mit Leuten unterhalten. Like I would miss it. I have the sweetest outfit. Ja, Untertitel? Oder wie ist das? Gut. Demnach war das uninteressant, deswegen keine Untertitel. Hallo? Sir? Oh, hi. Hallo, Max. I hope this isn't about the alleged gun incident. Alleged? Nathan did have a gun. Have you talked to him yet? Yes, he's deeply upset about this accusation. I don't blame him. Once I have all the facts, we'll talk. For the moment, focus on your schoolwork. I can't focus when I'm scared. Please don't say that. There's nothing to be scared of at Blackwell Academy. Our head of security is overseeing a new era of campus safety. Na toll. I saw Mr. Madsen hassle Kate Marsh yesterday. Wait, wait. Do you see a pattern here, Max? Probably not the same one you see. It's very easy for you to instantly accuse people of doing terrible things. Nathan, Mr. Madsen, who's next? Now, if you'll excuse me, I have a meeting. Arsch. Max, I have a meeting. Excuse me. Du hast ein Meeting und stehst hier auf dem Flur rum. Das ist ein netter Mann. Sehr netter Mann. Vogel. So, was haben wir noch hier? Trevor. Mit dem will ich nicht quatschen. Hi, wer bist denn du? Courtney. Was hast du denn hier für Plakate? Join us or die. Nö. Verpasst es nicht. Die Soiree des Vortex Clubs. Bald. Courtney will do anything for Victoria in the Vortex Club. Ach, so eine ist das hier. So eine Trittbrettfahrerin. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. Ja, interessiert mich. I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Ja, Mensch. Ach, soll mir egal sein. Mach ich jetzt nicht rückgängig. Wen haben wir hier? Sam. Nee, hieß du nicht Sam? Ich glaube, der hieß Sam. Hallo. Hallo. Plakat gibt's hier noch. Vermisstenposter. Sonst gibt's hier nichts weiter. Können wir hier mit irgendjemand noch quatschen? Zachary. Guck dir seine Trophäen an. Sup, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext in Victoria. It's over. Just another Blackwell mini drama. You mean stupid shit. Man, I just don't get Victoria. What does she want? Probably for all of us to talk about her. Like now. Then let's not. You're pretty smart, Max. See you at the game Friday. Ne, glaubst aber auch nur du. Geh nicht zu einem Footballspiel. Hallo? Hallo? Keiner da. Na gut, gucken wir mal, was können wir noch hier? Banner? Nö, interessiert mich nicht. Der Vogel. Ist genau, was du getan hast. Affe. Excuse me, Mr. Madsen? I know things got a little heated yesterday in Chloe's room. Was that really your reefer? Oh? Yes, it was. You know that marijuana is almost legal in Oregon. I can get it at Blackwell. Are you gonna bust me now, Mr. Madsen? Even I'm not that much of an asshole. And I am sorry about yesterday. I was wrong, but upset. Cannabis is not a big deal to you. But it has been to Chloe. You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. But you treat Kate pretty bad. I shouldn't have said anything. You know about that video going around. Is that why you hassled Kate yesterday? I took a photo of that moment for surveillance sake. Soldier, you don't have the facts. You think I'm a hypocrite because I want cameras around here for the safety of the students? That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore.
I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Ich meine, er kann zwar jetzt irgendwas gegen das Verschwinden machen, zumindest was die Schule angeht oder gegen irgendwelche Bullies oder was auch immer, also mit seiner tollen Kamerageschichte da, aber was bringt das, wenn die einfach außerhalb der Schule verschwinden oder sich außerhalb der Schule prügeln? Also es ist halt so Tropfen, so heißen Stein, mehr oder weniger. Also es macht eigentlich gar keinen Sinn, sowas da einzuführen. Also klar, man kann die Leute da so ein bisschen abschrecken, aber so richtig bringt das nichts. Ne? Huh. Der Warren. Er nur wieder. Hallo, meine Hübsche. Sit down. Was steht da? Kann ich nicht lesen. Bin im Sci-Fi-Labor. Jetzt. Ich bin nicht Schrödingers Katze. Bis gleich. Ja. Passt zwar nicht zu ihrer Stimme, aber egal. Was haben wir denn hier schon wieder? Ach du Scheiße. 6 Seiten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das haben wir, glaube ich, schon. Na gut, ich lese einfach nochmal vor. Kate gestand, dass mit ihr wohl mehr geschehen war als nur ein Video. Sie sagte mir, dass Nathan Prescott sie von der Party in die Notaufnahme fahren wollte. Und sie glaubt, er hat ihr etwas angetan, aber sie kann sich nicht erinnern. Es ist schwer zu glauben, dass Kate nicht wusste, was für ein Mensch sie ist oder Nathan. Ich habe selbst gesehen, wozu der Wichser fähig ist. Natürlich fragte Kate, ob sie zur Polizei oder zum Direktor gehen solle. Ich kam mir super mies vor. Aber ich sagte Kate, sie solle keinem was sagen, bis sie Beweise hat, dass ihr Drogen verabreicht wurden. Das Video hilft ihr kein Stück und das könnte mächtig nach hinten losgehen. Sie legt sich mit allen Prescotts an, nicht nur mit einem reichen Jungen auf Drogen. Sie mochte meine Antwort nicht, sie traute mir die Ermittlung wohl nicht zu. Verständlich, oder? Manchmal frage ich mich, was ich eigentlich tue, außer mir noch mehr Ärger einzuhandeln. Kate schmiss mich sogar aus ihrem Zimmer. Hallo Heldin des Alltags. Ja, die hat man schon mal beim letzten Mal die Seite, genau. Ich bin Warren begegnet, oder eher, Warren hat auf mich gewartet. Natürlich wollte er wissen, was auf dem Parkplatz mit Nathan und Chloe los gewesen war. Ich fühlte mich wieder mies. Ich hätte Warren anrufen sollen, um zu sehen, ob es ihm nach unserem überstürzten Abflug gut ging. Ich schulde ihm was. Ich sagte ihm teilweise, was mit Nathan los war. Je weniger er weiß, desto besser für ihn. Ich würde ihm gerne von meiner Macht über Zeit und Raum erzählen, aber ironischerweise ist dies nicht der richtige Ort oder die richtige Zeit. Außerdem würde er mich sofort als persönliche Zeitmaschine heiraten wollen oder Experimente an mir durchführen oder mich ins Autokino schleppen. Moment, fürs Autokino habe ich doch zugesagt. Hoffentlich schmeißt Warren sich nicht an mich ran, als ob, du Egomanin. Wir haben viel gemeinsam, aber er ist eher wie ein super cooler Geek-Bruder. Die Auszeit im Kino kann ich allerdings gebrauchen. Bevor ich den Bus nahm, um Chloe zu treffen, sah ich, wie Nathan und David sich unterhielten. Das machte mich nervös. Sonst war die Fahrt zum Two Whales Diner entspannt. Apropos Zeitreisen. Ich war 5 Jahre nicht hier, aber es sieht noch genauso aus. Allerdings sieht man jetzt weniger Fische und mehr geklaute Einkaufswagen als damals. Chloe und ich hatten den besten Hintergrund für Piratenspiele, alte Schiffe und das Meer. Chloe war spät dran, was sonst. Aber ich war froh, Joyce wiederzusehen. Das Diner ist wie ein Museum von den Kunden abgesehen. Noch besser, das Essen hat sich nicht verändert. Joyce schien sich zu freuen, mich zu sehen, und machte mir keine Vorwürfe wegen der Funkstille. Nach Williams Tod wollte sie ihr Leben weiterleben, mit einem neuen Ehemann. Chloe will das nicht akzeptieren. Natürlich meckerte Joyce mich dafür an, dass ich mit meinem Ratsch schlecht auf Chloe eingewirkt habe. Obwohl sie selbst nicht überzeugt schien, dass es wirklich meins war. Was sollte ich sagen? Ich sehe, sie liebt David wirklich, auch wenn ich nicht verstehe, warum. Das Frühstück war die Standpauke wert. So viel Drama und ich bin noch nicht mal mit dem Frühstück fertig. Chloe tauchte endlich auf, wesentlich besser gelaunt, als man nach einer Nahtoderfahrung erwarten würde. Ich sehe sie gern lächeln, aber dieses Lächeln bedeutet Ärger, da sie nur noch wollte, dass ich ihr meine Kraft beweise. Also tat ich genau das und kam mir großartig dabei vor. Bis ich mich nach zu vielen Rückspulen schwach und zittrig fühlte. Ich hatte sogar Nasenbluten, beunruhigend. Chloe will immer mehr, also verlangte sie, dass wir in ihr Versteck gehen. Oh Gott, das mit dem Lesen, das klappt echt heute nochmal super. Chloes Blicke hätten töten können, als ich Kates Anruf annahm. Chloes bockige Seite nervt. Sie versucht mir die Laune zu vermiesen, aber keine Chance. Kate war total glücklich darüber, dass ich dran ging.
Jetzt tut sie mir nur noch mehr leid. Chloe muss wissen, dass ich zwei Freunde gleichzeitig haben kann. Und ich dachte, abgedrehter geht nicht. Chloe nahm mich mit in ihr Versteck, den Schrottplatz, perfekt für Halloween. Hier verrosten und verrotten die Autos und Gerätegeister Arcadia Base. Eine Orgie der vorständischen Dystopie. Aber anstatt coole Fotos zu schießen, verlangte Chloe, dass ich affige, aber irgendwie auch lustige Pistolentricks mache. Bis der Typ, dem Chloe Geld schuldete, auftauchte. Ein zwielichter Kerl namens Frank. Chloe sollte ihm sein Geld geben oder sonst. Er war nicht der erwartete Kredithai, aber hatte eine miese Aura. Ich sehe immer noch nicht, wie meine beste Freundin an so einen Loser wie Frank geraten konnte. Es wurde wirklich verrückt, als Frank sich Chloes Waffe, oder eher Davids, nahm. Und jetzt müssen wir uns um noch einen Psycho sorgen, der hinter Chloe her ist. Oder mir. Chloe drehte total durch, als sie sah, dass Frank eine von Rachels Armbänder trug. Also haben wir noch einen Verdächtigen. So wollte ich meine Zeit in Arcadia Bay nicht verbringen. Nach dieser Episode des Dramas gingen Chloe und ich bei den Gleisen im Wald spazieren. Wir brauchten beide eine Auszeit und da taten die Geräusche der Natur echt gut. Ich war immer noch vom Treffen mit Frank schockiert und obwohl Chloe tough tat, konnte ich sehen, dass es sie auch mitgenommen hatte. Sie erzählte mir alles über Frank, was die versuchte Erpressung Nathans erklärt. Mich schockiert, wie das Mädchen, mit dem ich früher SpongeBob Schwammkopf sah, an so üble Gestalten geriet. Trotzdem fühlte ich mich mit ihr sicherer und war froh über den ruhigen Moment. Es war wohl nicht die beste Idee, sich auf die Gleise zu legen und über das Leben zu sinnieren. Chloes Bein steckte fest, gerade als ein Zug auftauchte. Selbstverständlich war ich woanders, fotografieren. Und dann hatte ich eine weitere Tornado-Vision. Ich konnte ihn sehen, fast fühlen, wie er den Himmel zerriss. Mein Kopf stand kurz vorm Explodieren, wie in Scanners aus den 80ern. Die Vision war so schnell weg, wie sie kam. Vielleicht verdrängte ich die Bedeutung dieses apokalyptischen Bilds. Dann hörte ich Chloe um Hilfe schreien. Ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Ihr Fuß steckte im Gleis fest und natürlich näherte sich der Zug. Ich war recht stolz, dass mir eine drastische, um nicht zu sagen zerstörerische Methode einfiel, Chloe zu retten. Mal wieder. Aber für den Fall, dass dieses Tagebuch in die falschen Hände gerät, bleibt es unser Geheimnis. Nach unserem morgendlichen Abenteuer setzte Chloe mich am Campus ab. Sie war so lieb und meinte, dies sei die beste Woche ihres Lebens, trotz allem. Das macht mich mega glücklich. Chloe glaubt wirklich, die Welt gehört uns. Aber was, wenn ich meine Kraft nicht hätte benutzen können, um sie vom Gleis zu holen? Chloe muss ihre Erwartungen runterschrauben, genau wie ich. Oh, jetzt haben wir noch Frank dazu bekommen. Ich werde Frank nie vergessen, schon alleine, weil er der erste und letzte Mensch ist, auf den ich je mit einer Waffe zielte. Wie ist Chloe auf dem Radar eines Dealers aufgetaucht? Als er Chloe bedrohte, war ich schockiert, wie wenig zwielichtig er wirkte. Ich hatte mit einem knallharten Gangster gerechnet. Er scheint eher in einer Mülltonne zu hausen, was er ja auch irgendwie tut. Wir waren quasi in seinem Wohnzimmer, um meine Kräfte zu Chloes Belustigung auszutesten. Er sah zwar nicht wie ein Serienmörder aus, aber seine Schwingung, Aura, Energie, was auch immer, war übel. Ich hatte totale Gänsehaut. Er wollte sein Geld von Chloe zurück, also hätte er ihr wohl nichts getan, aber ich wollte es nicht riskieren. Ja, ich habe ihn tatsächlich mit Davids Waffe bedroht, lachhaft. Zum Glück ist niemand geendet, wie in Reservoir Dogs. Und Frank ist noch weniger furchteinflößend als gedacht. Ich will Chloe allerdings nie wieder in seiner Nähe sehen. Er trug aus welchem Grund auch immer eines von Rachels Armbänder, also wird Chloe wohl nicht mehr mit ihm feiern wollen. Er ist jetzt der Hauptverdächtige. I still have time. I could go see Warren playing mad scientist in the lab. Okay. That reminds me, I have to score some. Ich müsste hier drin sein. Da ist Miss Grant. Da ist Warren. Hallo. Think, big brain, think. Hey Warren, are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silverhammer, perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Natrium, Kalium. Natrium ist in Salz drin, Kalium ist in
was weiß ich auch immer drin. Ich bin kein Chemiker. Ich mache jetzt einfach mal Salz. Kann nicht verkehrt sein. Godium. Godium? That's the worst pun I've ever heard. Yet Max has spoken. Sodium it is. Hm. Damn, zip, nothing, nada. Schade. Dann halt eben nicht Natrium. Wo ist er denn? Da. Hey Warren, are you okay? You look thought. Maxwell Silverham? Asking me for help? Have that either a... Dann machen wir halt mal Natrium. Nee, Kalium. Aha. I'm not sure why you're letting me decide your fate, but... Go... Potassium. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. Weird sight. Gerade Knallgas gemacht oder was? Ich hab keine Ahnung. Yes, I am a scientist. Fuck. Ja, that's meinst. A minor fail. This can't be that hard. Cool, jetzt nicht nochmal zurück. Hey du da, Brooke. Kann mit dir quatschen? Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? Vielleicht. I'm helping Warren with his latest experiment. Oh, I guess he needed a neophyte assistant so he wouldn't be threatened. But you came to his rescue anyway. Apparently, it's my nature. Yet Warren ignores the experts right in front of him. Not that he would ask me for help anyway. What? I need to know if you can help me with a potassium experiment. No can do, Max. I'm all about robotics, not chemistry. Give me a drone over a beaker. How is your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you. I hate to hit and run, but... Don't let me get in your way. So long. Nicht so schlimm. Ja, vielleicht kann sie uns helfen. Hi, Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. What? Thanks again for taking a stand against camera surveillance here. Every signature counts. Okay. Miss Grant, can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer. There are no dumb questions. Ask away. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither. Unless you want a face full of powder. I would add chlorine. Chlor. How is your campaign going? You signed the petition, now it's your campaign too. Thanks for stepping up. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. I know. I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, we sure will. I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. You must know Mr. Jefferson pretty well by now. I certainly know him as a talented artist and terrific teacher. I've been here a little longer, but he's made a bigger mark. I have to say, it's not quite autumn enough yet. What about that snow yesterday? What's your scientific explanation? Our climate is moving beyond explanation. Of course, some of the tribes here might see it different. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Ja, mal. Sagen ihm, dass er da Chlor reinmachen muss. Yes, I am a scientist. Fuck. Ja. Yes, I am a scientist. Fuck. Ne? Na gut, dann gucken wir nochmal weiter zurück. Ja, guck yes, mal. I am a scientist. Fuck. Hä? Ja, gut.
Jetzt. Hey, Warren. Maxwell. Geben wir mal wieder ein bisschen. Have that either. Komm, Chlor. Gib alles. Wrong, Warren. You need to add chlorine, not potassium or sodium. Chlorine? I didn't think of that. Can't argue with a confident scientist. Let's try it. Ja, dann sieht gruselig aus. Wieso denn? Und? Eureka! She's got it. No, you got it. Don't be so modest, Dr. Caulfield. Oh, you guys really broke the bounds of science. Haben wir gemacht. So, Foto. Mit seiner tollen roten Pampe, die er da zusammen gemixt hat. Warum auch immer. That was fun helping Warren. He's pretty cute when he's in full-on geek mode. In Szene gesetzt. Ja, gut, ich sollte zum Kunstunterricht. Na, dann gehen wir mal zum Kunstunterricht, wa? Attacke! Wieder nach hier hinten. Schließfach. Haben wir noch irgendwas im Schließfach? Ja. Keine Ahnung. Alter Mann mit Hund, Familie. Und das letzte war, glaube ich, ein Opa, ne? Evan. Yo, hello, Evan. Maxwell Smart. Talk later, cool? Okay. You can't help me? I'm trying. But you have to understand my position. Why? Hello? You don't understand mine. Nobody does. Nobody. Lass mit dir reden. Wieso lässt sich nicht mit sich reden? Hallo? Hallo? What do you want from me? Will mit dir reden, du komische Zippe. Dann lässt es halt. Pff, was ist sowas? Da will man ihr mal helfen? Will mal zuhören und dann sowas? Hallo, Mr. Jefferson. Schönen guten Tag. Excuse me, Max. Can you come over here? Sure. You look worried. Ich hab keine Zeit. Is everything okay? Sorry to bother you, Mr. Jefferson. I'm only bothered when you avoid turning in photos. But you know this. So what can I do for you, Max? Just between you and me, I'm worried about Kate Marsh. You're not the only one. Do you have something you want to tell me? Chat geht doch. Hat nur keiner was geschrieben. I saw David Madsen harassing Kate yesterday. He was scaring her. Mr. Madsen confuses fear with security. I'm sorry. Kate had to be a target of his paranoia. If you had proof, I could talk to Principal Wells. Oh yes, I have an actual photograph for once. Let me see that photo after class. You're already thinking like a real photographer. And Max? I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Kate is freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Natürlich. Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. Du hast sonst nichts weiter geschrieben, außer dass die Lehrerin gruselig aussieht. Also zumindest kam mir nichts weiter an. It did happen. Nathan Prescott had a gun in the girl's bathroom yesterday. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like this up. I hope so, Max. But it's easy to point fingers. If Mr. Madsen claims you might be a pot dealer as he did, should I believe him? Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes? Mensch. Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Das habe ich gelesen.